Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen. Auf ein Bier mit. Heute Abend widmen wir uns mal der klassischen Musik und ich sage herzlich willkommen an Sie und guten Abend auch an Sie. Schön, dass Sie mit dabei sind hier im Landgasthof Zahn in Unterelchingen. Ja, er ist Generalmusikdirektor des Staatstheaters und der Staatsphilharmonie in Nürnberg und künstlerischer Direktor auch der Opernfestspiele in Heidenheim. Und ich freue mich, dass er da ist. Es gibt sehr viel zu besprechen. Ich sag's vorab, Herr Bosch, ich bin kein ausgewiesener Experte, wenn es um klassische Musik geht. Auch wenn ich zu Gast war Anfang des Jahres bei Ihrem Neujahrskonzert in Heidenheim, das mir wunderbar gefallen hat. Aber insofern entschuldige ich mich vorab schon für die ein oder andere Frage und sage herzlich willkommen. Alles gut. zum Wohl auch an Sie. Prost. Und zum natürlich Wohl. Auch an Sie, wenn Sie zu Hause auch vielleicht ein kühles Blondes eingeschenkt haben. Herr Bosch, bevor wir so richtig loslegen, würde ich Sie bitten, einmal in diese Kamera zu schauen. Die Opernfestspiele in Heidenheim laufen noch bis in den August hinein und der künstlerische Direktor ist heute Abend mein Gast und auf ein Bier mit Markus Bosch. Hatten Sie denn immer diese Liebe zur klassischen Musik oder wie kamen Sie dazu? Auch über eine Einladung zum Neujahrskonzert wie ich? Nee, eigentlich war das immer so ein bisschen fremd organisiert. Meine Eltern wollten das eigentlich in der Form gar nie. Es gibt zwar ganz frühe Bilder, wo ich dirigiere, schon im Kindergarten, irgendwie der Kindergarten vor mir und ich stand da und alle aufgereiht, drei- oder vierjährig. Und dann waren es aber immer Bekannte, die meine Eltern verführt haben, das wäre doch was für deinen oder euren Sohn. Und so ging das dann los mit der klassischen Musik und dann, ich glaube, so ein Konzert in der Waldorfschule in Heidenheim mit Peter und der Wolf war so ein Aha-Erlebnis, wo ich dann gesagt habe, ich will mal Kontrabass spielen. Also Sie sind tatsächlich in Heidenheim aufgewachsen? Ich bin gebürtiger Heidenheimer, ja. Und kennen daher die Stadt und kennen daher auch die Opernfestspiele? Ja, natürlich. Das war immer ein Thema, Opernfestspiele. Und ich habe als Schüler für die Zeitung gearbeitet und geschrieben, habe dann auch 2 Jahre Öffentlichkeitsarbeit gemacht für die Festspiele und Zeitungsbeilage fotografiert, geschrieben. Und dann bin ich aber zum Studieren gegangen, Schulmusik, und hatte da dann eigentlich keine Berührung mehr. Und ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt nochmal nach Heidenheim zurückkomme, außer um die Eltern zu besuchen. Und plötzlich kam irgendwann der Anruf vom OB, ob ich nicht Lust hätte, die Festspiele zu übernehmen. Wie war das für Sie? Naja, zunächst mal Überlegung, weil wie gesagt, man studiert dann in anderen Städten und kommt dann rum. Ich war dann GMD in Aachen und war international unterwegs oder bin es nach wie vor bis heute, ja. Auf der ganzen Welt. Und dann zu überlegen, Heidenheim, wo stehen die Festspiele, ist das interessant? Und das ist interessant gewesen, weil das Festspielhaus gerade frisch neu gebaut war und das hat die Festspiele wahnsinnig aufgewertet. Und deshalb habe ich dann Ja gesagt, weil ich gesehen habe, da ist was draus zu machen und es hat sich bewiesen. Nehmen Sie uns mal ganz kurz mit, wie wird man denn, das haben Sie gerade eben schon gesagt, in dem Fall war es ein Anruf des Oberbürgermeisters von Heidenheim, aber wie wird man beispielsweise, in Nürnberg zu dem, was Sie heute sind? Na gut, das ist natürlich eine lange Geschichte. Also wenn man Dirigent wird, ich bin den klassischen Weg gegangen, der geht dann, dass man... Ich habe Schulmusik studiert und dirigieren. Und, also man kann dirigieren studieren? Genau, also das ist zuerst ein Bachelorstudium und dann auch ein Masterstudium in der neuen Form. Bologna sei es gedankt. Früher war das ein Grundstudium, ein Masterstudium, beziehungsweise eben Diplomstudium. Und das habe ich gemacht und parallel miteinander und hatte dann meine erste Stelle als Repetitor mit Dirigierverpflichtung in Osnabrück für 2 Jahre und bin dann von da nach Wiesbaden für 4 Jahre als 2. Kapellmeister, parallel Halle, 1. Kapellmeister, von da dann nach Saarbrücken und hatte dann meine erste Chefstelle in der Schweiz, habe da ein Opernfestival auch gegründet
Insofern kannte ich daher die Arbeit und von Saarbrücken bin ich dann GMD in Aachen geworden. Also GMD heißt Generalmusikdirektor, das ist so ein Titel, mit dem nicht jeder sofort was anfangen kann. Und da war ich 10 glückliche und erfolgreiche Jahre und von da kam dann der Ruf nach Nürnberg. Ich hatte da ein Gastkonzert gemacht und dann hat das Orchester gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da hinzukommen. Und es gab eigentlich schon andere Bewerber, die da schon fast den Posten hatten. Und ja, dann ist es aber so geworden. Jetzt bin ich da im 5. Jahr schon wieder in Nürnberg. Jetzt entschuldigen Sie die Frage, aber dass man dirigieren studieren kann, was lernt man da? Also, verstehen Sie es nicht falsch, aber Sie werden da ja nicht ein ganzes Studium, also vermutlich für einen Bachelorstudiengang 6 Semester, 3 Jahre, ausschließlich lernen, wie Sie Ihren Taktstock richtig führen, oder worum geht's da? In der Tat lernt man das so lang, aber natürlich ist die Bewegung an sich relativ schnell klar, obwohl wahrscheinlich der Laie nicht sieht, wie viel Auswirkung eine veränderte Bewegung hat. Also es hat ja immer was mit Haltung zu tun, zu einem Stück verändert Menschen. Und es geht vor allem natürlich im Studium darum, Stücke zu lernen und zu reflektieren. Und das beeinflusst die Körpersprache wieder, wie man damit umgeht. Das ist ja für einen Fußballer auch nichts anderes. Wir würden Sie auch nicht fragen, Sie lernen das ganze Leben gegen den Ball zu hauen. Und letztendlich ist es doch so. Aber natürlich ist es ein Verständnis für das Ganze und ein Nachdenken über die Stücke, die man lernt. Und deshalb ist es eigentlich ein Studium, was das ganze Leben geht. Und die Hochschule gibt so einen ersten Trigger. Aber man ist nie fertig und das ist das Schöne im Beruf, dass es ein nie endendes Studium eigentlich ist und deshalb fühlt man sich, glaube ich, auch immer als Student. Was zeigen Sie denn den Musikern mithilfe Ihres Taktstockes? Naja, es sind verschiedene Komponenten. Zunächst mal gibt es eine ordnende Komponente, dass alle wissen, wann sie in welchem Tempo spielen, wie laut sie spielen sollen, mit welchem Ausdruck. Aber man soll auch eine Atmosphäre vermitteln, natürlich von einem Stück. Deshalb klingt ja auch jedes klassische Stück anders mit jedem Dirigenten. Das ist ja auch das Ziel. Wenn man flüchtig drüber hört, klingt natürlich eine Mozart-Sinfonie nach einer Mozart-Sinfonie. Wenn man genauer reinguckt, ist es ein Riesenunterschied, wer da vorstellt, wer Ohren hat, wer da Lust hat, das auch zu hören. Also diese Atmosphäre zu schaffen, auch das Wollens für die Musiker, Laune haben's, Motivation schaffen, Ordnung schaffen und auch zu helfen, Einsätze zu geben. Das ist sehr vielfältig und ist jeden Tag wieder. Ja, der Tag beginnt neu und die Leistung vom vorigen Abend zählt eigentlich relativ wenig für die neue Produktion, die wieder losgeht. Das haben Sie gerade eben selbst im kurzen Vergleich zum Fußball angestellt. Ich habe mich kürzlich, und da sind wir auch in Heidenheim zu Hause, ich habe mich kürzlich mit dem Trainer des 1. FC Heidenheim, mit Frank Schmidt, unterhalten, der mir gesagt hat, dass die Arbeit auf dem Platz, also wenn er am Spielfeldrand, wenn er in der Coachingzone steht, dass die am Ende gar nicht so wichtig ist und bei den Spielern wahrscheinlich auch gar nicht ankommt, wie er gestikuliert am Spielfeldrand und er auch gar nicht alle erreichen kann. Letztendlich geht es darum, im Training den Leuten und den Spielern zu zeigen, worauf es ankommt. Insofern die Frage übertragen, ist es bei Ihnen nicht möglicherweise ähnlich? Sie proben ja gemeinsam mit den Musikern diese Stücke. Und da kann ich mir durchaus vorstellen als Laie, dass es natürlich Einfluss darauf hat, wie Sie als Dirigent mit den Musikern arbeiten. Aber kommt es dann beim Auftritt vielleicht gar nicht mehr so sehr auf den Dirigent an, weil die Künstler möglicherweise sowieso auf die Blätter schauen? Oder täusche ich mich da? Da täuschen Sie sich gewaltig. Ja. Es ist so, in der Oper ist ohne Dirigent wäre nach ein paar Takten ginge gar nichts mehr. Also wäre das ein Chaos? Oder totales ja? Chaos. Aber es für ein Sinfoniekonzert, für eine Mozart-Sinfonie wäre das anders. Da ist die Probe ein wesentlicher Teil. Mhm. Aber das, was am Abend passiert, an Spannung, an Konzentration, an Atmosphäre, das ist doch sehr viel, was Musiker abnehmen können. Mhm. Und selbst wenn man denkt, sie gucken nur aufs Notenblatt, man hat doch im Augenwinkel, kriegt man sehr viel mit. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, der nicht wegzudenken ist. Insofern ist
das nicht vergleichbar mit dem Fußballtrainer, der wild gestikuliert und man nicht weiß, hat das irgendwie Auswirkungen auf das, was in der Mannschaft passiert, sondern das Extrem, wir haben ja auch in der Oper die Situation, dass sie ein Stück nicht einstudieren und dann was nachdirigieren, also ohne Probe reinspringen, sagen wir, oder dass sie in anderen Häusern reinspringen ohne Probe, nur wissen, welche Zeichen sind ausgemacht, aber alles andere ist wirklich eine Sache, wo am Abend was passieren kann. Das ist natürlich spannend, in den Orchestergraben zu gehen und wirklich bei Null anzufangen und einfach über die Gestik Atmosphäre, Klang zu erzeugen und so ein Kollektiv, Oper ist ja spannend, man hat das Orchester im Graben, Chor auf der Bühne, Solisten auf der Bühne, alle haben ihren Vorstellungen, das zusammenzubringen ohne ein Wortwechsel, das macht Spaß, ist ein Ritt über den Bodensee jedes Mal, aber es ist natürlich ein Riesenspaß und man muss das auch lieben, sonst verrückt, weil das ist eine Riesenanspannung. Jetzt sagen Sie gerade eben, welche Zeichen sind ausgemacht, was gibt es da für Zeichen? Naja, es gibt Taktarten, das Orchester muss wissen, was wird gezeigt. Man kann das auch, ist so ein bisschen wie beim Volleyball, wenn dann immer so gezeigt wird. So ist es bei uns Dirigenten auch, zu sagen, was werde ich schlagen? 2, 3, 4, 5, also so, das heißt leise, laut, also vieles versteht man unmittelbar, denke ich jeder. Es ist ja auch, wenn wir miteinander reden, kann ich sie ja auch manipulieren, beeinflussen, wie ich mich hinsetze. Ganz klar. Ob ich ihnen die Hände weichen sie zurück. Und so ist es natürlich im Musiker auch. Also ganz viele Dinge sind einfach normale Kommunikationsmittel. Und es gibt ein paar Spezialzeichen, wo ein Musiker dann weiß, wenn ich was zeige, was damit gemeint ist. Jetzt habe ich Sie ja, ich hatte die komfortable Situation, Sie beobachten zu können bei diesem Neujahrskonzert und war tatsächlich unglaublich fasziniert von Ihnen, weil ich den Eindruck hatte, Sie arbeiten da das komplette Konzert über wirklich so intensiv mit Ihrem Taktstock. Ist das anstrengend, was Sie da machen, also körperlich anstrengend? Ja, es sah danach also aus. Es ist je nachdem, was man dirigiert. Ich meine, so ein Neujahrskonzert habe ich auch moderiert. Das ist dann nochmal einfach eine Anspannung nach dem Dirigieren umzuschalten, sich umzudrehen, zu moderieren. Auch für so ein Neujahrskonzert soll es ja auch durchaus mal ein Lacher geben. Das wissen Sie ja als Moderator. Das ist an sich schon eine Aufgabe. Wenn es dann eine große Wagner-Oper ist, die 5 Stunden geht, da sind dann durchaus 2, 3 Kilo anschließend weg. Also das ist schon extrem anstrengend. Vielleicht sollte ich auch Dirigent werden. Noch ist nicht zu spät. Jetzt laufen die Opernfestspiele, habe ich ja gerade schon gesagt, bis in den August rein. Worauf können wir uns denn als Besucher, worauf können wir uns, wenn wir aus der Region ohnehin kommen, uns nicht so weit haben, nach Heidenheim, worauf können wir uns da freuen? Ja, ich denke auf ganz viel. Also wir haben dieses Jahr 3 Opernproduktionen. Wir spielen im Opernzelt für die Kinder. Wir haben ein Stück schreiben lassen für Heidenheim, Rocke und die Zaubertrompete. Ein junger Komponist hat es geschrieben und es wird gerade geprobt und hat in 2 Wochen Premiere. Dann die große Produktion wird La Bohème sein. Den Titel kennt, glaube ich, den kennt man. Den kennt man, kennt jeder. Mit einer fantastischen Besetzung. Wirklich, wo die vor keinem Staatstheater Halt machen müsste. Stuttgarter Philharmonikum Graben und einen fantastischen Chor, den Brünner Philharmonischen Chor. Das hat am 8. Juli Premiere. Und dann haben wir dieses Jahr, beginnen wir eine Reihe mit Verdi-Opern. Und zwar wirklich chronologisch. Also Verdis erste Oper führen wir auf, Roberto. Relativ unbekannt. Ich finde zu Unrecht, wir werden in den nächsten Jahren alle diese frühen Opern machen im Festspielhaus. Das heißt, in jedem Ort produzieren wir eine Oper. Dazu gibt es ganz viele Konzerte. Wir haben ein Eröffnungskonzert mit der Stuttgarter Philharmonik mit Zipta Bruckner und fantastischen Pianisten, der Mozart-Klavierkonzert spielt. Ich werde mit meinem Nürnberger Orchester mit einer fantastischen Geigerin Tschaikowskis Violinkonzert und die 6. von Tschaikowski machen. Und Daniel Hope, ein Weltstar an der Geige, macht den Schluss mit den 4 Jahreszeiten. Einmal von Vivaldi und diese Recomposed-Version von Richter. Wir haben dieses Jahr sehr viel Jazz. Der SWR Big Band mit Joe Kraus macht einen Abend. Mit denen haben wir eine Kooperation. Und absoluter Weltstar Branford Marsalis kommt aufs Schloss.
wirklich einer der führenden Jazzmusiker unserer Zeit. Und wir werden neu haben eine Reihe von jungen Jazzkünstlern, immer am Sonntagmorgen, an den Festspielsonntagen, wo wir ein Jazz-Frühstück haben, mit Weißwurstfrühstück etc. Und dazu kommt dann eine Schlossbergtafel, wo es Picknick gibt im Park, mit Musik und Schauspiel um das Schloss herum. Einen blauen Abend nächste Woche mit Musik und Kulinarik, der ist schon ausverkauft, schon lang. Und weitere kleine Veranstaltungen, aber Kinderoper läuft fast 20 Mal, Bohème 10 Mal und Oberto 2 Mal. Und dafür gibt es durchaus noch Karten. Das klingt, wenn Sie so erzählen, schon abgerutscht hier vom Tisch, als würden Sie selber hingehen. Für wen sind denn die Opernfestspiele in Heidenheim? Ja, das haben Sie, ist schön, dass Sie das so sagen, weil ich immer Programme mache, egal wo ich bin, mache ich immer so Programm, dass ich das Gefühl habe, ich muss unbedingt selber hingehen. Weil ich glaube, nur so wird man auch glaubhaft dem Publikum gegenüber. Wenn man irgendwas macht, nur damit Publikum kommt, glaube ich, ist auf Dauer wird man unglaubwürdig und man muss das ausstrahlen. Immer, wo würde ich selber hingehen? Ja, und ich habe viele Interessen, insofern auch wenn jetzt Jazz kommt. Ich bin selber kein Jazzer, aber ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich die SWR Big Band hören kann oder Branford Marsalis oder ein Streichquartett. In der Schlosskirche und wir spielen ja auch die Neresheim, das Kloster, Balthasar-Neumann-Kirche. Also das sind alles Dinge, wo ich wahrscheinlich nicht überall hingehen kann als Intendant, was schade ist, weil ich ja in Nürnberg weiter viel Arbeit habe. Aber ich leide dann an den Abenden, wo ich das nicht selber hören kann. Und ich glaube, diese Begeisterung, die muss da sein, damit man andere anstecken kann. Sonst ist das, ja, glaubens. Die Menschen nicht. Und dann haben sie, glaube ich, auch ein Verständnis dafür, wenn sie zum ersten Mal zu hingehen. Und es ist doch immer wieder erstaunlich, wir sind jetzt heute in der Region Ulm, wie viel Ulmer auch nicht wissen, auf welchem Niveau jetzt in Heidenheim Oper gemacht wird. Letztes Jahr haben viele Zeitungen geschrieben, Weltklasse in Heidenheim, über regionale Fachzeitungen. Und das gilt es auch dann schon mal in die nächste Stadt zu erzählen. Also manchmal haben wir mehr Leute, die das aus Hamburg kommen oder so, wie jetzt aus Ulm, aber so ist der Schwabe gestrickt. Also die Stuttgarter, für die ist die Ostalb schon Ex-DDR so manchmal. Das heißt, es ist tatsächlich was, wenn ich Sie richtig verstehe, für jeden. Also auch für Menschen, die bisher mit klassischer Musik, wie ich beispielsweise bis Januar, noch nicht so richtig in Berührung gekommen sind. Ich glaube, dass die Bohème-Inszenierung wirklich ein super Einstieg ist, mal in die Oper zu gehen, draußen, ich meine, wenn es schön Wetter ist. Wir haben ja das Glück, dass wir auch wenn schlecht Wetter ist, innerhalb von 4 Stunden dann ins Festspielhaus umziehen können und die gleiche Inszenierung. Wir haben ja alles doppelt, das ist ein Riesenaufwand. Doppeltes Bühnenbild, doppeltes Licht, doppelter Ton. So, dass sie flexibel sind. Je genau, also wir müssen um 4 entscheiden. Kommt das Gewitter, kommt es nicht. Das ist oft eine schwierige Entscheidung. Ging bisher immer gut? Es ging bis auf einmal, da haben wir dann einen Akt weglassen müssen, weil es dann einfach kalt wurde. Das ist okay. Das andere Problem. Aber dann auch jetzt so eine Schlossbergtafel, wo es einfach Musik mit Picknick gibt. Das ist, glaube ich, auch mal so ein Anknüpfungspunkt oder so ein blauer Abend, wo die Sänger Musical machen und was ganz anderes nächste Woche und tolles Essen gibt. Also auch über die kulinarische Ecke. Ich glaube, auch so ein Konzert mit Daniel Hope, wo es dann plus die Feuerwerksmusik mit Feuerwerk gibt. Also das sind so niederschwellige Angebote, weil, glaube ich, für viele ist klassische Musik Leute, das höre ich immer wieder, wie ziehe ich mich an, was rede ich in der Pause, bin ich da richtig? Klar. Alles falsch, alles unnötig. Alles Fragen, die ich mir auch gestellt habe. Alles falsch, alles unnötig. Einfach mal hingehen und sagen, das ist wirklich was für jeden. Ich sage immer, ich mache relativ viel Sport und wenn ich jetzt von meiner Tennismannschaft Leute mitnehme oder Volleyball früher, da ist keiner nicht wiedergekommen. Also, aber ich habe da erlebt, wie viele einfach Angst haben davor, da mal hinzugehen, weil sie sich nicht wissen zu verhalten. Und das ist völlig, völlig unnötig. Also muss ich mir kein Smoking dafür kaufen? Nee, Sie können sich einen kaufen, wenn Sie Lust haben. Es ist erstaunlich, dass gerade junge Leute, wir haben ganz viel junges Publikum und die sind dann, wie man so schön sagt, im Schwäbischen aufgebrezelt bis zum Anschlag, was toll ist. Und andere kommen in der Jeans. Und das ist auch okay? Und das ist auch total okay. Auch selbst in der Premiere gibt es wirklich von bis alles. Und eben auch durch den Jazz-Zugang
ist es eine bunte Mischung. Und das ist einfach schön, dann auch zu picknicken im Park. Und ich glaube, es ist wirklich für das Fachpublikum was dabei. Und es ist was dabei für denjenigen, der zum ersten Mal hingeht und einfach so eine Atmosphäre mitnimmt und dann im Schloss sitzt. Und wenn da die Sterne aufgehen, man den Mond sieht und man hört am Schluss die Mimi singen und dann natürlich sterben, dann ist das, glaube ich, ein Ereignis, was keinen kalt lässt. Ich bin selbst Gitarrenspieler und weiß, wenn man draußen Gitarre spielt, die verstimmt sich im Laufe der Zeit, weil die Temperaturen sich ja doch verändern, weil es kälter wird mit zunehmender Abenddämmerung. Wie schwierig ist es, mit so einem großen Orchester draußen zu spielen? Gibt es da die gleiche Problematik möglicherweise? Naja, es gibt die Problematik, es gibt auch einen Tarifvertrag. Da steht eigentlich drin, dass man am Anfang des Abends muss es, glaube ich, 18 Grad haben. Aha. Das Orchester spielt gern draußen, deshalb spielen wir durchaus auch mal bei 17 Grad, aber immer in Abstimmung mit dem Orchester, weil die sagen, das ist so eine tolle Atmosphäre, aber es gibt einfach Abende auf der Schwäbischen Alb, das ist ja ein bisschen Schwäbisch-Sibirien, Heidenheim auch. Mhm. Da kann es schon mal kalt sein. Da kann es dann schon mal kalt werden. Die Leute sind es über viele Jahre natürlich gewohnt, wo es noch kein Festspielhaus gab. Und da gab es so die ersten Jahre, wo wir das Festspielhaus hatten, durchaus mal eine Enttäuschung, wenn wir reingegangen sind wegen der Temperatur. Aber inzwischen wird es auch durchaus geschätzt, weil man weiß, die Qualität ist dann einfach höher. Das geht extrem auf die Instrumente, wenn Feuchtigkeit und Kälte die angreift. Ich meine, das sind viele Streichinstrumente, wo jedes Instrument über 100.000 Euro wert ist. Wenn da was passiert, das ist für die Versicherung sind Riesenschäden und da würde das Orchester dafür haften. Insofern können wir uns das nicht erlauben. Jetzt wählen Sie selber die Stücke auch aus, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Wie viel Arbeit ist denn all das, was Sie da so zu tun haben? Naja, es ist eine gute Frage. Ich meine, mein Leben spielt sich ja auf der einen Seite natürlich als GMD zeitlich am meisten in Nürnberg ab. Dann ist das Festival und die Leitung der Capella Aquilea, also das Festspielorchesters, das jüngste Baby und auch eines meiner Lieblingsbabys. Das ist einfach ein ganz tolles Orchester, was Uberto spielen wird. Und dann die Tätigkeit als Gastdirigent. Also das ist so ein bisschen Nürnberg mit einer Anwesenheitspflicht und Notwendigkeit natürlich auch für diesen großen Laden. Und die Festspiele zu leiten. Insofern, dass mein Arbeitstag in der Regel 14 Stunden umfasst und kein Wochenende, ist es schwierig, das zu beziffern, was geht in die Festspiele, was geht nach Nürnberg. Aber Sie haben noch ein bisschen Freizeit in Ihrem Leben. Ich habe nicht so viel Freizeit, aber natürlich muss man sich die auch nehmen. Und wenn ich sie mir nehme, dann tue ich das auch mit sehr viel Qualität, glaube ich, oder die mir Qualität bedeutet und deshalb dann auch Erholung schafft. Aber es ist nach wie vor, dass mein Beruf in vielen Momenten großes Glück ist, was, glaube ich, nicht so viele Berufe bieten. Welche Musik hören Sie in Ihrer Freizeit? Ganz, ganz verschieden. Also ich mag fast alle handgemachte Musik. Also deshalb liebe ich den Jazz, nicht alles vom Jazz. Ich mag aber auch von Hand gemachte Popmusik. Ich bin allergisch gegen elektronisch gemachte Musik. Das mag ich gar nicht. Aber wenn ich irgendwie spüre, da ist ein Musiker dahinter, der ein handwerkliches Können hat, kann ich mich für vieles begeistern. Da gibt es auch im Hardrock unglaublich tolle Musiker. Was hören Sie sich auch mal an dann? Also ich kaufe mir nicht jetzt eine CD oder so, aber ich höre das durchaus im Radio mal an. Es gibt Atmosphären oder auf einer Party, wo ich es wirklich gerne höre und mich dem auch hingeben kann und spüre, da ist jemand, der sein Handwerk kann. Ja. Wo man allergisch wird, natürlich als klassischer Musiker ist, sind die Sachen, wo es wirklich nur um die Person und ums Aussehen geht und wo keine handwerkliches Können dahinter ist. Also da schaltet es bei mir ab, weil es mit unserem Leben natürlich gar nichts zu tun hat. Wo es darum geht, wirklich, wo viele mit jungen Jahren angefangen haben, ihr Instrument, Stimme etc. zu trainieren und damit umgehen und sich wirklich Gedanken machen. Aber insofern ist mein Musikgeschmack breit.
Muss aber auch sagen, dass ich sehr gut abschalten kann. Es ist oft so, dass wir irgendwo sitzen und jemand sagt, die Musik nervt doch hier oder was. Und ich sage, habe ich bis jetzt nicht gehört. Also ich kann mich sehr gut konzentrieren und abschalten und nehme nichts wahr. Und es ist selten, dass ich bewusst was einlege und sage, das möchte ich jetzt hören. Weil wenn Sie so viel Musik machen am Tag, ist Ruhe wirklich eine große Qualität. Wo holen Sie sich die? Raus in die Natur? Oder? Ja, also ich bin so ein Zeitungsleser, der beim Zeitungslesen sich sehr gut erholen kann. Bin begeisterter Tennisspieler. Das ist so dann die Stunde, die ich mir dann in der Woche nehme oder auch mal zwei. Das ist wirklich große Qualität, sich abzureagieren, weil ich ja eigentlich immer irgendjemand was sagen muss, darf, wie auch immer. Und da dann mit dem Tennislehrer auf dem Platz zu stehen, der dann sagt, du, jetzt bist du dran. Also wenn sich die Rollen umdrehen, das ist sehr, sehr angenehm. Ist das ein Traumberuf? Ist es Ihr Traumberuf? Absolut. Ja? Was wäre die Alternative gewesen bei Ihnen? Naja, es gab so zwei Berufswünsche, oder die immer noch latent da sind. Ich wäre wahnsinnig gern Architekt geworden. Das ist nach wie vor, glaube ich, einer der spannendsten Berufe, wirklich Neues zu bauen. Wenn ich da manche Entwurfsarchitekten sehe und was entsteht, egal vom Einfamilienhaus bis zu einer Konzerthalle oder Industriegebäuden, gibt es so viele tolle Dinge, die gebaut werden, wo Entwürfe da sind, wo Neues passiert, wie Brücken. Also Architektur ist ein unglaublich tolles Feld, finde ich. Und das andere ist Landwirtschaft in der Tat gewesen. Also ich hatte mir wirklich auch überlegt, Agrarökonomie zu studieren. Das war immer so ein Traum, einen Hof zu haben, ein Restaurant, die eigenen Produkte zu verkochen und da Musik zu machen. Also vielleicht passiert das noch irgendwann. Und das letzte, Segellehrer, das wäre auch was ganz Schönes. Segeln Sie denn? Ich segel, ja. Tatsächlich. Also ein bisschen Zeit haben Sie offenbar noch, was, genau, was sehr erfreulich ist. Nutzen wir die letzten Sekunden dieser Sendung. Machen Sie Werbung für die Heidenheimer Opernfestspiele. Ich halte unser wunderbares Buch in die Kamera, in welcher auch immer, sind ja gleich. Nehmen wir die. Nehmen Sie die, gehen Sie auf die opernfestspiele.de und Sie haben bestimmt Lust auf irgendeine der Veranstaltungen. Lassen sich von der Begeisterung von Ihnen auch mit anstecken. Ich freue mich, wenn Sie Gast sind und wir sehen uns auf dem Schlossberg in Heidenheim. Und ich sage herzlichen Dank, stoße nochmal sehr gerne mit Ihnen an. Vielen Dank für eine interessante, lehrreiche, unterhaltsame halbe Stunde. Dankeschön, Markus Bosch. Dankeschön an Sie und vielen Dank an Sie. Schönen Abend, kommende Woche sehen wir uns wieder. Dann zu Gast der Oberbürgermeister von Heidenheim. Dann zu Gast also Herr Ilk. Bis dahin, schönen Abend hier aus Unterelchingen. Machen Sie es gut. Tschüss. Und Sie, Herr Bosch, würde ich auch bitten, am Schluss hier noch die Deckel zu verschieben. Flüssiges Gold.